Turi 2 TV. Medien und Marken live. Steffen Seibert ist als ZDF-Gesicht zur Bundeskanzlerin gewechselt, Sie als ZDF-Gesicht zur Lufthansa. Was macht die ZDF-Gesichter so beliebt? Oh, da müssten Sie jetzt die Lufthansa oder Frau Merkel fragen, ehrlich gesagt, die Herrn Seibert gefragt haben und die mich gefragt haben. Ich weiß das gar nicht. Ich glaube, dass Steffen und mich wahrscheinlich eint eine gewisse Neugier auf Dinge, die man im Leben erleben kann. Ich will da nicht für ihn sprechen, ich kann nur für mich sprechen. Mich trieb die Neugier. Ich war 20 Jahre beim ZDF, es war eine großartige Zeit, tolles Haus, bin sehr, sehr, sehr glücklich über das, was ich da erleben durfte, aber ich hatte einfach mal Lust, was Neues zu machen. Die Lufthansa versucht sich 2017 als Unternehmen der Digitalisierung zu positionieren. Welche Rolle spielen da überhaupt noch klassische Medien? Ach, klassische Medien sind natürlich nach wie vor wichtig und Pflicht, gerade für eine Presseabteilung ist doch ganz klar. Dafür gibt es einfach viel zu viele Menschen, die klassische Medien konsumieren. Dass die analogen klassischen Medien, sage ich mal, ausgedient hätten in der Pressearbeit eines Großkonzerns wie Lufthansa, das ist mit Sicherheit nicht der Fall. Und tatsächlich müssen wir, und das ist auch die Herausforderung von so einer großen Pressestelle wie der unsrigen, versuchen, auf allen Plattformen gleichermaßen präsent zu sein und auch den Bedürfnissen gerecht zu werden, die die einzelnen Plattformen haben. Es gibt die Schnellen, die schneller draußen sind, als wir manchmal ticken. In einem Großkonzern, wir müssen die Geschwindigkeit mitgehen und wir müssen sozusagen das Tempo halten. Aber natürlich sind klassische Medien, also Zeitungen und Fernsehen, das, was die meisten Menschen immer noch doch konsumieren, natürlich genauso wichtig, klar. Welche Kenntnisse helfen Ihnen da aus dem klassischen Journalismus? Sie haben 20 Jahre ZDF hinter sich. Ach, ich weiß gar nicht, ich habe so viel gelernt in den letzten 3 Monaten, dass ich erstmal ganz viel dazugelernt habe bei Lufthansa, um zu verstehen, wie Lufthansa funktioniert und wie die Arbeitsschritte hier sind, bevor man den nächsten Schritt macht und den nächsten Schritt macht. Aber natürlich kann ich ein bisschen von der Erfahrung profitieren, die ich da hatte im Fernsehen. Ich weiß, welche Bedürfnisse Kamerateams haben. Ich weiß, glaube ich, auch, welche Bedürfnisse Journalisten haben. Und versuche, so gut es geht, und bisher habe ich das, glaube ich, auch ganz gut hingekriegt, Journalisten zu zeigen, dass wir transparent sind, dass wir ansprechbar sind, dass wir keine Pressestelle sind, die sich verstecken will, sondern dass wir Partner sein wollen in der Berichterstattung, da wo es nötig ist, und auch entsprechend die Antworten geben auf Fragen, die uns gestellt werden.